Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start, heute mit einem Solo-Dupe-Glitch für Bikes ohne iFruit-Kennzeichen. Macht das Ganze noch, bevor es gepatcht wird. Es ist wirklich sehr einfach. Benötigen tut ihr hierfür einen MC-Club mit Werkstatt, einen MOC mit Lagerplatz für persönliche Fahrzeuge und ein Motorrad, was ihr duplizieren möchtet. Nehmt dafür am besten dieses Motorrad hier. Das solltet ihr vollständig auftunen. Dann seid ihr ungefähr bei 3 Millionen, die ihr investieren müsst und ungefähr 1,5, die ihr dann wieder rausbekommt. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen beliebigen Motorrädern machen, bedenkt aber, ihr bekommt immer nur die Hälfte der Tuning-Teile zurückerstattet und niemals den vollen Preis. Außerdem solltet ihr dann noch in den MC-Club ausreichend Motorräder reintun, die ihr dann ersetzen wollt mit den Duplikaten. Nehmt hier am besten einen Faccio-Roller, der kostet nur 5000, ansonsten könnt ihr auch andere beliebige Motorräder nehmen. Der letzte Schritt zur Vorbereitung ist, dass ihr das Motorrad, was ihr duplizieren möchtet, in den MOC-Anhänger abstellt, denn dort brauchen wir das jetzt als allererstes. Ihr steigt jetzt auf das Bike auf und fahrt aus dem MOC-Anhänger wieder raus. Ihr landet dann wieder im Bunker, da fahrt ihr einfach nach rechts auf diese Plattform drauf, da habt ihr dann eine etwas dunklere Markierung auf dem Boden, da stellt ihr das Bike dann ab und jetzt müsst ihr euch zum MC-Club begeben. Das geht am schnellsten mit einem Job-Teleport. Ihr könnt euch natürlich auch als CEO registrieren, mit einem Helikopter hinfliegen. Ihr braucht jetzt nur einen Job in der Nähe. Wenn ihr dort keine blauen Markierungen habt, dann geht ihr ganz kurz ins Interaktionsmenü, geht hier runter auf die Markierungen, dann müsst ihr hier auf die Jobs gehen und schaltet hier einfach auf alles Anzeigen ein und dann sollte auf jeden Fall irgendwo in der Nähe von eurem MC-Club ein Job erscheinen. Da geht ihr dann drauf, Viereck drücken, um das Ganze hier zu starten. Wer noch nie einen Job-Teleport gemacht hat, werde ich das ganz kurz zeigen. Ihr geht dann einfach auf die Freundesliste, gebt jetzt hier in die Suche den Anawak-Bot ein. Ihr findet nochmal beide Bots unten in der Beschreibung. Bitte bedenkt aber, der Bot wird aktuell von vielen, vielen Nutzern gebraucht. Es kann deswegen dazu führen, dass der Bot nicht immer erreichbar ist und dass ihr immer eine Fehlermeldung erhaltet. Deswegen schaut auch, dass ihr vielleicht noch Freunde in der Freundesliste habt, die halt in einem anderen Zielmodus sind als ihr selber. Wenn ihr natürlich im gleichen Zielmodus seid, funktioniert das nicht. Ihr tretet dann dem Spieler oder dem Bot bei, der in einem anderen Zielmodus nun ist. Dann bekommt ihr jetzt eine Zweizeilermeldung. Diese Meldung nehmt ihr als erstes mal an und danach bekommt ihr diese Dreizeilermeldung. Das funktioniert aber wie gesagt nur dann, wenn beide Spieler in einem unterschiedlichen Zielmodus sind. Danach begebt ihr euch zu eurem MC-Club. Noch ein paar kleine Infos. Es ist egal, was für einen MC-Club ihr besitzt. Es ist auch egal, was für einen Bunker ihr besitzt. Es funktioniert mit allen erdenklichen MOC-Häusern und auch unterschiedlichen Bunkern. Da müsst ihr euch keine Sorge machen, dass ihr jetzt irgendetwas anderes kaufen müsst. Und achtet bitte darauf, dass ihr währenddessen niemals persönliche Fahrzeuge anfordert, sonst verschwindet das Bike unten im Bunker. Wenn ihr dann im MC-Club angekommen seid, schnappt ihr euch jetzt ein beliebiges Motorrad, steigt auf das Motorrad auf und jetzt kommt nämlich die Werkstatt zum Einsatz. Oben links haben wir jetzt die Möglichkeit, das Fahrzeug zu tunen. Das macht ihr dann auch mit der rechten Pfeiltaste. Fahrt jetzt in die Werkstatt rein und nun müsst ihr eine Sache am Motorrad ändern. Dadurch erhaltet ihr dann auch das Kennzeichen vom Faccio-Roller auf das andere Bike und somit könnt ihr dann saubere Duplikate erstellen. Habt ihr dann etwas geändert, einfach wieder hier herausgehen. Ihr bekommt dann eine Speicherschnecke, sobald ihr dann hier wieder auf dem Parkplatz steht. Und nun müssen wir uns natürlich wieder zum Bunker zurückbegeben. Und dazu macht ihr auch hier wieder einfach einen Job-Teleport. Ihr könnt hier auch jede Mission nehmen, die sich dort in der Nähe befindet. Es gibt hier keine speziellen Missionen, die ihr auswählen müsst, damit das Ganze klappt. Beim Job dann wieder angekommen, laufen wir jetzt wieder zu unserem Bunker, gehen in unseren Bunker rein und es ist jetzt eigentlich schon so gut wie fast alles fertig. Wenn jetzt alles richtig funktioniert hat, dann steht das Bike immer noch genau auf derselben Stelle, wo wir es abgestellt haben. Sollte es dort nicht mehr stehen, dann ist es höchstwahrscheinlich im MOC drin. Dann habt ihr etwas falsch gemacht. Der Glitch ist aber so einfach, das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Und jetzt müsst ihr das Bike einfach nur noch zum MOC bringen, rechte Pfeiltaste drücken, Fahrzeuglager ist voll, Meldung mit X annehmen, das Motorrad, was dort drin ist, wird jetzt einfach weiter verschoben und schon habt ihr die erste Kopie erstellt. Ihr habt jetzt praktisch die Kopie im MOC und das Original steht jetzt im MC-Club. Wir machen jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf. Wollt ihr nun die nächste Kopie erstellen, einfach wieder Bike rausfahren, auf dem Punkt abstellen. Ihr macht dann wieder einen Job-Teleport zum MC-Club hin. Dort dann wieder angekommen, geht ihr in den MC-Club hinten in die Garage rein. Sucht euch jetzt nun den nächsten Roller raus. Ihr seht jetzt auch schon auf der linken Seite, dort steht jetzt das Original. Steigt dort wieder
wieder auf, rechte Pfeiltaste drücken. Wir fahren in die Werkstatt rein, wieder ein Setting am Fahrzeug ändern, wieder Werkstatt verlassen und dann macht ihr wieder einen Job-Teleport zurück zum Bunker. Noch ein kleiner Hinweis, ist der Bunker bei euch nicht zu sehen auf der Karte, ist das alles so richtig? Merkt euch deswegen, wo der Bunker bei euch auf der Karte ist, denn damit könnt ihr auch immer sehen, ob das funktioniert bei euch oder nicht. Und dann haben wir hier wieder das nächste Bike erstellt, wieder zum MOC begeben, Lager ist voll, rein damit und damit habt ihr die nächste Kopie erstellt. Das ist der einfache Glitch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.